SpaceX stellt Starship 29 für Feuertests auf das Start- und Testareal. FAA sieht keine größeren Schwierigkeiten für die Erteilung einer neuen Fluglizenz und möchte Starship-Starts in Paketen freigeben, statt wie bisher in einzelnen Starts. Ja, und so 6 bis 9 Starship-Flüge noch dieses Jahr ermöglichen. SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell gibt nächsten geplanten Startzeitraum an und spricht von vollständiger Starship-Wiederverwendung beider Stufen noch in diesem Jahr. Das und noch mehr schauen wir uns heute an, zusammen mit meinem USA-Reisebericht. Heute aus Brownsville, Texas und aus der Starbase in Boca Chica. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Und da kam es, wie ein gewaltiger, beschuppter, schwarzer Drachen erscheint Starship 29 plötzlich vor uns. Durch den Hitzeschild, schwarz wie die Nacht, sind nur einzelne Features der 50 Meter hohen Oberstufe zu erkennen. Unbeschreiblich, nur wenige Meter entfernt von diesem gewaltigen Monster stehen zu können. Aus der brodelnden Tankfahne ziehen immer wieder Nebelbänke an uns vorbei und das aggressive Leuchten der Polizeiwagen sorgt für die perfekte Bühne. Es hat nur noch gefehlt, dass die Polizisten hinter den Autos in Deckung gehen und mit ihren Waffen auf das Monster schießen und die Szene wäre Hollywood-reif. Ship 29 soll die nächste Oberstufe werden, die zusammen mit dem Super Heavy Booster 11 einen voll integrierten Testflug absolviert. In Vorbereitung auf diesen Flug wird nun die Oberstufe auf dem alten Suborbitalpad eine Reihe von Tests absolvieren. Nach Cryo-Test und Spin-Prime-Test soll für Ship 29 jetzt Feuer folgen und eines oder mehrere der 6 Raptor-Triebwerke kurzzeitig feuern. Ähnliche Tests erwarten auch Booster 11, wobei dieser für Feuertests den Starttisch und dessen Infrastruktur benötigt. Während man in der Raumfahrt eher gemächliche Zeitpläne gewohnt ist, soll die Kadenz zwischen den Starship-Starts weiter angehoben werden. Aktuell spricht Elon Musk vom 28. April für den 4. Start. Mich würde es nicht wundern, wenn es der 4. Mai wird, der ja als May the 4th von uns Nerds weltweit als Star Wars-Tag gefeiert wird. Nach der eindrucksvollen Nacht hat uns am Freitagmorgen ein spektakulärer Sonnenaufgang hinter Ship 29 erwartet. Zur Starbase, da kehren wir gleich zurück. Hier nun erstmal mein Reisebericht vom Kennedy Space Center in Florida, das Herz und die Pilgerstätte für uns Raumfahrtfans rund um den Globus. Ich werde euch nichts vormachen auf unserer USA-Reise, da musste ich leider feststellen, wie eingerostet mein Englisch ist. Da muss ich unbedingt was unternehmen. Passend dazu das heutige Sponsoring durch die ELSA-App. Sprachlernprogramme, da gibt es viele, aber ich war persönlich sehr von den KI-Funktionen der ELSA-App beeindruckt. Nicht nur, dass ich im Sprachtraining wirklich das Gefühl hatte, mit einem echten Menschen einen Dialog zu führen, sondern auch, wie detailliert mir die einzelnen Übungen präzise gesagt haben, was ich an meiner Aussprache letztlich verbessern sollte oder auf welchem Niveau meine Grammatik und Aussprache sind. Auch wie einzelne Wörter innerhalb eines Satzes betont werden sollten, damit mein Gegenüber mich versteht, das habe ich so detailliert noch nicht erlebt. Gerade dass bestimmte Wörter oder Silben korrigiert werden und die App mir dann halt zeigt, wo meine Defizite liegen, das hat mich begeistert und letztlich überzeugt. Die sehr übersichtliche App bietet natürlich aufbauende Lektionen, Statistiken, tägliche Erinnerungen und individuelle Lernpläne. Ich habe mich auch mega gefreut, dass es ein Konversationstrainingsprogramm mit dem Thema Raumfahrt gibt. Ihr seht, ich bin ziemlich begeistert und habe mir vorgenommen, jetzt jeden Tag 10 Minuten mit der ELSA-App spielerisch mein Englisch zu verbessern. Vielen Dank an den heutigen Sponsor, die ELSA-App. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mit meinem QR-Code oder dem Link unter dem Video die ELSA-App 7 Tage lang kostenlos testen. Und wenn ihr wie ich überzeugt seid, dann bekommt ihr mit dem zweiten Link einen Rabatt von 50% auf das Premium-Abo. Findet ihr beides auch unter dem Video. Größe kann man nur sehr schwer begreifen, wenn man sie nicht mit allen Sinnen, die uns die Evolution geschenkt hat, erleben kann. Das Kennedy Space Center ist 580 Quadratkilometer groß. Das ist fast doppelt so groß wie München mit 310 Quadratkilometern. Am besten kann man das aus der Luft erfassen. Für euch habe ich den Senkrechtstarter gemacht und mich das erste Mal in einen Hubschrauber gesetzt. Und natürlich gleich die volle Dröhnung und dem Piloten gesagt, er soll die Türen doch bitte zu Hause lassen, ist doch nur unnötiges Gewicht. Da kamen dann doch schon Apokalypse Now Vibes auf. Als Deutscher in den USA laut den Walkürenritt von Richard Wagner brüllen, das habe ich mir dann aber doch verkniffen. Einen niedrigen Überflug über die Space Shuttle Landebahn mit ihren fast 5 Kilometer Länge, die haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Die letzten Space Shuttle Flüge bzw. die letzte Space Shuttle Landung, die fand hier 2011 statt. Heute landet hier unter anderem das streng geheime X-37B der US Space Force. Fun Fact, als wir über die Landebahn geflogen sind, da konnten wir beobachten, wie sehr wahrscheinlich SpaceX-Mitarbeiter mit ihren Teslas Rennen auf der Landebahn fuhren. Auch eine Art, seine Mittagspause zu verbringen. Apropos SpaceX, wir konnten auch die neuen Anlagen an der Roberts Road sehen, wo unter anderem die SpaceX Booster aufgearbeitet werden. Auch extrem interessant, das Blue Origin Gelände aus der Luft zu beobachten, in dem die New Glenn Rakete entsteht, die ja dieses Jahr zu ihrem ersten Flug aufbrechen soll. Bei unserem Überflug konnten wir laut unserem Piloten einen Drucktest für einen Boostertank sehen. Während die SpaceX Anlagen tief im KSC liegen, hat Blue direkt gegenüber vom KSC Besucherkomplex Quartier bezogen.
Das Besucherzentrum des Kennedy Space Center, das muss ich jedem Raumfahrtfan nur wärmstens ans Herz legen. Das ist wirklich Disneyland für Raumfahrtfans. Unfassbar, was man da kompakt in einer Location bekommt. Leider ein riesen Nachteil der multinationalen europäischen Raumfahrt, man kann sie eben nicht an einem Ort auf diesem Niveau erleben. Vom Besucherkomplex kann man auch mit dem Bus die größten Highlights des KC entdecken, was ich auch jedem wärmstens empfehlen kann. Das gegenständlich größte Highlight, natürlich das gigantische VAB. Saturn V, Space Shuttle und SLS wurden hier zusammengebaut und vielleicht auch in Zukunft das Starship von SpaceX. Der geschichtsträchtigste Ort für mich im gesamten KSC, Pad 39A. Schließlich das Pad, von dem aus Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins am 16. Juli 1969 die Erde verließen, um dann zum Mond zu fliegen. Heute gepachtet von SpaceX hat dieses Pad neben den meisten Shuttle-Starts auch alle Crew Dragon und Falcon Heavy-Flüge gesehen. Und als ob das Pad nicht schon eine bewegte Geschichte hätte, ragt bereits der neue Startturm für das Starship in direkter Nachbarschaft des aktuellen Falcon Pads in die Höhe. Nach all den Jahren, in denen ich das Starship-Programm verfolgt habe, war es schon surreal, diesen enormen Startturm einmal aus der Nähe zu sehen. Mit riesiger, monatelanger Vorfreude und mit großer Ehrfurcht bin ich dann dem Apollo Saturn V Center begegnet. Ein unvergesslicher Höhepunkt. Verzeiht mir, wenn ich jetzt etwas in Pathos verfalle, aber ich wüsste nicht, wie sonst ich euch dieses Erlebnis schildern könnte. Im Apollo Saturn V Center liegt majestätisch die gigantische Saturn V Rakete. Ein Monument der Raumfahrtgeschichte, das in seiner schieren Größe und Brillanz ergreift. Trotz der technologischen Wunderwerke unserer Zeit wie der Falcon 9 und dem Starship bleibt die Saturn V unangefochten meine ewige, verehrte Raumfahrtgöttin. Es ist wirklich unfassbar, wie die amerikanische Raumfahrt in weniger als einem Jahrzehnt den Sprung von ihrer doch eher bescheidenen Anfängen zu diesem titanischen Meisterwerk der Ingenieurskunst kommen konnte. Unter dem kolossalen Schatten dieser Rakete hindurchzuschreiten, das war für mich eine Erfahrung jenseits aller Worte. Ein wahrhaftiges Ungetüm der Technik. 13 Starts, 13 triumphale Erfolge. Davon 10 bemannte Missionen, die Apollo-Astronauten auf ihre legendären Reisen zum Mond katapultierten. Die Ausstellung in diesem sprichwörtlichen Schatten der mächtigen Saturn V erzählt lebhaft von den gewaltigen Herausforderungen und atemberaubenden Triumphen des Apollo-Programms. Meine tiefe Verehrung und Bewunderung gilt den tapferen Apollo-Astronauten, die sich in diese Unbekannten vorgewagt haben, die Pioniere, die den Kosmos eroberten und ihn für die gesamte Menschheit eben auch physisch erweitert haben. Ich verbeuge mich in Ehrfurcht vor den visionären Männern und Frauen, deren Genie und unermüdlicher Einsatz die Saturn V, dieses Monument menschlichen Wagtums und technischer Brillanz, Wirklichkeit werden ließ. In den Zeiten des Apollo-Saturn V-Programms, als die Welt gebannt den mutigen Schritten der Astronauten auf dem Mond folgte, begannen die Visionären der NASA bereits über die Zukunft der Raumfahrt nachzudenken. Als Antwort auf diese Herausforderung entstand das Space Shuttle, ein Raumfahrttransportsystem, das eine neue Ära in der Erkundung des Weltraums einleuchten sollte. Als Kind der 90er Jahre wuchs ich in einer Zeit auf, in der das Space Shuttle das Symbol für die menschliche Raumfahrt schlechthin war. Mehrere Lego-Sets des Space Shuttles schmückten mein Kinderzimmer und meine Faszination für diese Maschine, die war grenzenlos. Unter all den Shuttles ragte die Atlantis besonders hervor, nicht zuletzt daher, weil sie das letzte Shuttle war, das ins All geflogen ist. Heute ist genau dieses historische Raumschiff im Kennedy Space Center ausgestellt, und zwar in einer Weise, die einfach den Atem raubt. Du hast schon 1000 Fotos und Videos gesehen, bist super informiert, aber dann die Präsentation der Atlantis, wenn man sie das erste Mal mit eigenen Augen sieht, ist schlichtweg spektakulär. Ja, man weiß um die Dimensionen des Space Shuttle, 37 Meter Länge und fast 24 Meter Spannweite. Allerdings die wahre Größe und Präsenz zu begreifen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Die Ausstellung im Kennedy Space Center ehrt dieses bemerkenswerte Kapitel der Raumfahrtgeschichte auf eine Weise, die jedem Besucher die Bedeutung und den Stolz dieser Ära spüren lässt. Aber seien wir ehrlich, der Wiederverwendung zum Durchbruch verhalf nicht das Space Shuttle, sondern die Falcon Booster. Und auch die kann man im Kennedy Space Center aus nächster Nähe bewundern. Und auch hier wieder ein großes Lob an die Kuratoren der Ausstellung, die den enormen Falcon Heavy Booster quer durch die Gateway-Halle gehängt haben. Der ausgestellte Booster B1023 hat unter anderem auf dem ersten Falcon Heavy Flug Elons Tesla Roadster auf seine Umlaufbahn um die Sonne geschickt. Über eine Rampe kann man an den neuen Merlin-Triebwerken vorbeigehen und auf einem Balkon direkt neben den Gridfins und den Kaltgastriebwerken stehen. Bevor SpaceX die Wiederverwendung der Booster perfektionieren konnte, hatten sie einen anderen wichtigen Meilenstein erreicht. Ein Ingenieur der ersten Stunde von SpaceX, Hans Königsmann, der sagte mir im Interview, der wichtigste Meilenstein für ihn sei das Docken mit der Internationalen Raumstation gewesen. Seitdem habe er auch daran geglaubt, dass SpaceX das mit dem Mars hinbekommen wird. Genau dieser Dragon 1, der das Docken gelungen ist, die befindet sich jetzt im Kennedy Space Center Gateway.
Von der Dragon und den ersten Falcon-Flügen bis heute ist SpaceX einen weiten Weg gegangen. Mittlerweile liefert SpaceX neben Fracht sogar Crew zur ISS und landet die Booster so zuverlässig, dass es schon eine Schlagzeile ist, wenn man Booster es nicht so ganz heil in den Hafen schafft. Und das, obwohl niemand sonst über diese Fähigkeiten von SpaceX verfügt, also einen Orbitalbooster wieder zu landen und erneut zu verwenden. Und das bringt uns trotz USA-Reise zu den Raumfahrt-News. SpaceX plant den nächsten Starship-Start bereits für Mai. Gwynne Shotwell, die Präsidentin von SpaceX, teilte diese Woche auf dem Satellite-Symposium am 19. März mit, dass noch Daten des dritten Starts am 14. März ausgewertet werden müssten, aber sie sehr bald wieder startbereit sein sollten. Shotwell nennt den Flug unglaublich erfolgreich und dass SpaceX im Prinzip trotz hochgesteckter Ziele, die nicht alle erreicht wurden, mit dem Flugausgang mehr als zufrieden ist. Wichtig für den weiteren Starship-Projektfortschritt das Wiederzünden eines Oberstufentriebwerks im Orbit. Das sollte auf dem dritten Flug getestet werden, was aber leider nicht gelang. Entgegen meiner Spekulation betonte Shotwell, dass sie auf dem vierten Flug wieder keine Starlink-Satelliten mitnehmen werden. Erst wenn der Wiedereintritt richtig initiiert werden kann und damit ein Starship verlässlich aus dem Orbit genommen werden kann, dann werde SpaceX das machen, sagte Shotwell. Zeitplänen von Elon Musk gebe ich ja immer einen gewissen Elon-Time-Aufschlag. Bei Gwynne Shotwell bin ich da deutlich genauer. Total spannend, dass Shotwell jetzt außer von Nutzlastflügen mit dem Starship auch davon spricht, dass sie gerne beide Stufen, Booster und Ship, dieses Jahr wiederbekommen und auch möglichst erneut starten möchten. Vor ein paar Jahren schien das noch völlig utopisch. Calvin Coleman, stellvertretender Administrator der FAA für kommerzielle Raumfahrt, sagte, dass er nicht mit größeren Problemen bei der nächsten Starterlaubnis des Starships rechne. Bisher hat die FAA ja die Starship-Startlizenz von SpaceX nach jedem Flug angepasst, bevor es dann einen erneuten Start gab. In der Starbase in Texas geht die Sonne auf. Während unsere erste Begegnung mit Starship 29 doch eher etwas bedrohlich wirkte, sieht das Ganze bei Licht besehen, klar, ganz anders aus. Als ob es das Normalste der Welt wäre, steht da die 50 Meter hohe Starship-Oberstufe auf dem Teststand. Das rote Licht der Morgensonne gibt vielleicht so einen Vorgeschmack auf die feurigen Tests, die das Starship erwarten. Man macht sich keine Vorstellung, wie nah man in der Starbase ran kann und wie normal das für Sicherheitskräfte und Arbeiter zu sein scheint. Regelmäßig wird man von hupenden und freundlich winkenden SpaceX-Mitarbeitern begrüßt und sogar beim Transport der Oberstufe mitten in der Nacht kam ein extrem freundlicher Sheriff auf uns zu und informierte uns, was uns erwartet und wo wir sicher stehen könnten. Ich hoffe, ihr seid nicht genervt von meinen ständigen Beteuerungen, dass man sich die vielen Raketen und Raumschiffe, die wir auf unserer USA-Reise aus nächster Nähe sehen konnten, nicht wirklich vorstellen kann, wenn man eben nicht daneben gestanden hat. Das absolut krasseste Beispiel ist hier die Starbase. Man steht daneben, wirklich nur Meter entfernt, wenn da Raketen und Raumschiffe an einem vorbeigefahren werden. An den enormen Startturm und damit den Startplatz des Starships kann man von einer öffentlichen Straße so nah ran wie wohl sonst nirgends auf der Welt. Es ist ein Stück weit absurd. Es war mein erster Besuch in Boca Chica und der Starbase und trotzdem hat sich der Ort seltsam vertraut angefühlt. Viele von euch werden das Programm, wie ich, auch schon einige Jahre verfolgen und so schon gute Vorstellungen davon haben, wie es dort unten aussieht. Aber natürlich fühlt sich das dann doch ganz anders an, wenn man vor Ort steht. Oder vielleicht nicht anders, aber definitiv sonderbar. Es war auf alle Fälle großartig, dort nun endlich auch einmal physisch gewesen zu sein. Ich bin mir sicher, das wird sich auch sehr positiv auf meine Berichterstattung auswirken. Vor einem Starship oder einem Startturm zu stehen, das ist auch einfach atemberaubend. Eine Erfahrung, die ich jedem Raumfahrtfans nur wärmstens ans Herz legen kann. Zwar ist die Starbase kein perfekt eingerichtetes Museum wie am Kennedy Space Center, dafür hat man das Gefühl, an etwas Historischem beteiligt zu sein oder zumindest etwas Historisches schon beobachten zu können. Vor einem Starship oder einem Startturm zu stehen, ist einfach atemberaubend. Eine Erfahrung, die ich jedem Raumfahrtfan wärmstens ans Herz legen kann. Zwar ist die Starbase kein perfekter Ort wie ein Museum, dafür hat man aber das Gefühl, dass man halt live an diesen Entwicklungen dabei ist und dabei ist, wie hier Geschichte geschrieben wird. Wie schließt man so ein Video? Vermutlich wie die Reise auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir haben ganz viel großartiges Material für euch gesammelt. Ein Teil davon, die 360-Grad-Heli-Flüge zum Beispiel, die werde ich in den nächsten Tagen für die Schutzengel hochladen. Freut euch auf jeden Fall auf viele, viele tolle Videos basierend auf diesem Material. Das Video heute, das ist auf die Schnelle unterwegs entstanden. Das wäre nicht möglich gewesen ohne die wundervolle Nats, die auch mal im Flugzeug oder im Restaurant zwischen Jägerschnitzel und Spätzle Senkrechtstarter-Videos für euch schneidet. Vielen, 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 vielen Dank für die tolle Arbeit und danke, dass du mich auf dieses
dieses Abenteuer begleitet hast. Auch ein ganz großes Dankeschön geht an den Pedi Patrick, der seit Jahren die gute Seele des Senkrechtstarter-Kanals ist, der uns hier auf der Reise super supportet hat. Vielen, vielen, vielen Dank, Patrick, dass du das mitgemacht hast. Auf dieser Reise außerdem mit dabei der Joni, der unsere Reise fotografisch festgehalten hat und für die Reise den Senkrechtstarter-Instagram-Account übernommen hatte und durch seinen Content in wenigen Stunden Senkrechtstarter senkrecht gestellt hat. Lasst den drei bitte ganz viel Liebe in den Kommentaren bei. Ich knutsche auch meine ganze Familie für den unentwegten Support, ohne den diese Reise gar nicht erst denkbar gewesen wäre. Auch sei allen Schutzengeln gedankt, die Senkrechtstarter regelmäßig monetär unterstützen, sowie allen Menschen, die in den letzten 12 Monaten mit Senkrechtstarter Superchats einen Teil der Reisekosten übernommen haben. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Solche großartigen Projekte, die wären ohne eure Unterstützung nicht möglich. Großartig ist die perfekte Überleitung zu der Zukunft der Raumfahrt. Die wird nämlich unglaublich und wir können live dabei sein. Gebt euch das. Hashtag Apollo-Moment. Hier geht noch einmal ein Dankeschön an den heutigen Sponsor, die Sprachlern-App Elsa. Mit dem Code könnt ihr die Elsa-App 7 Tage lang kostenlos testen oder mit dem zweiten Link direkt 50% Rabatt auf das Premium-Abo ergattern. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.